Also, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Westfalen-Pokalspiel SC Verl gegen SV Lippstadt. Ja, genau, vor 8 Wochen haben wir uns hier schon mal gesehen, stelle ich gerade fest. Genau wie damals links neben mir der Gästetrainer Daniel Farke, zu meiner Rechten Golo, unser Trainer. Und mit dem gleichen Endergebnis 2:1 erfreulicherweise für unseren SC Verl. Das übrigens heute vor 305 Zuschauern, das wurde mir gerade noch zugetragen. Und genauso wie beim letzten Mal machen wir das auch so, dass der Gästetrainer natürlich als erstes zu Wort kommt. Das gehört sich so. Ja, Daniel, das gleiche Ergebnis wie beim letzten Mal. Ihr habt richtig gut die zweite Halbzeit begonnen und gespielt. War am Ende so ein bisschen das fehlende Quäntchen Glück für euer Tor noch ausschlaggebend für den Spielausgang? Ja, auf den Punkt gebracht. Kann man glaube ich sagen, gute Leistung, für uns bescheidenes Ergebnis. Erstmal Glückwunsch an Andreas und seine Jungs, an SCV für den Sieg heute. Ich denke, wir haben insgesamt ein sehr, sehr packendes Spiel gesehen, genauso wie so ein Derby, ein Pokalspiel auch sein muss, wo beide Mannschaften wirklich auch emotional ganz viel investiert haben, wo viele Zweikämpfe dabei waren, wo es wirklich auch viele Situationen ging, hin und her, das Spiel auch ging. Ja, ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft heute sehr zufrieden. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben die Anfangsphase dominiert, mussten eigentlich schon in Führung gehen, eine Riesenchance von Fabian Lübbers. Dann hatte Verl für dich 20, 25 richtig gute Minuten, wo man dann verdient auch in Führung gegangen ist. Vielleicht sogar das eine oder andere Tor mehr noch hätte erzielen können. Ja, und dann die Phase vor der Pause haben wir, glaube ich, wieder kontrolliert und sind besser geworden, sodass es 1:1 zur Pause, glaube ich, absolut in Ordnung ging. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es so, dass, glaube ich, zwei Mannschaften auf Augenhöhe gespielt haben. Ja, aber nach ich empfunden zumindest eigentlich die besseren Chancen. Also Moritz Fritz hatte zwar 100%ige Torschancen, die er eigentlich besser nutzen muss, hat eine sehr, sehr gute Kopfballchance, haben, glaube ich, eine Elfmetersituation, die es geben muss. Wir haben es versäumt, da, sagen wir mal, so die Effizienz und die Killermentalität nachzuweisen, um das Spiel dann in unsere Richtung zu drehen. Ja, genau, das hat dann SC Verl auch ausgezeichnet. Ja, Simon Engelmann, große Qualität im Abschluss. Ich glaube, wir haben ihn bis dahin total kontrolliert, hat kaum Aktionen gehabt und ist eigentlich in einer seiner ersten Situationen in der Szene eiskalt, hat einen perfekten Abschluss. Ja, und da muss man dann einfach zu so viel Effizienz und Effektivität und Kaltschnäuzigkeit gratulieren. Ja, das war der Punkt, der heute eigentlich das Spiel entschieden hat. Also wir haben unsere Chancen nicht mit der letzten Konsequenz nutzen können. Verl hat das dann getan und ja, von daher muss man dann sagen, dass man heute eine sehr gute Leistung auch wieder gebracht hat. Dass uns einfach so dieser letzte Punch, dieser letzte Kick fehlt, um das auch in Ergebnisse umzumünzen. Aber wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Mein letzter Feldspieler ist gerade 28 Jahre alt geworden. Das ist einfach so. Ja. Wir haben eben Spieler, die wir entwickeln müssen. Das sind Erfahrungsmomente, die fehlen. Daran werden wir weiter arbeiten, werden wir weiter positiv bleiben. Und versuchen natürlich dann in der Rückrunde in der Meisterschaft irgendwie die guten Leistungen auch in ein Stück weit bessere Ergebnisse insgesamt noch umzumünzen. Dann gehen wir auch positiv in die Zukunft. Ich wünsche Verl und allen Verantwortlichen, jedenfalls auch für die Rückrunde und natürlich auch für die weitere Pokalsaison, alles Gute. Ja, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass für uns in Lippstadt der SC Verl ein absolutes Vorbild ist. Und wir drücken natürlich auch weiter die Daumen. Ich denke, die Ergebnisse in den letzten Wochen sprechen für sich. Und wenn man weiterhin so gut arbeitet, wird man, glaube ich, noch eine sehr, sehr gute Rückserie spielen. Ja, und ganz bestimmt auch noch eine weitere gute Pokalsituation. Wir wären gerne weitergekommen, das sind wir nicht. Deswegen drücken wir ab sofort dann fern noch die Daumen und dafür alles Gute. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Daniel, für die lobenden und offenen Worte. Das haben wir wirklich gerne. Andreas, richtig gut angefangen. Die erste Halbzeit, war das so ein bisschen der Rückenwind aus dem Spiel gegen Köln auch und generell aus den letzten 5 Spielen, die ja wirklich gut gelaufen sind, wo wir oder ihr gut in Fahrt seid und das auch am Ende vielleicht heute so ein bisschen der Punkt, warum ihr wahrscheinlich nie daran gedacht habt, hier heute das Spiel nicht zu gewinnen? Ja, ich habe ja vor diesem Samstag gesagt, dass das ein ganz anderer Wettbewerb ist. Da haben viele so ein bisschen gedacht, ja, aber Lippstadt hat nur 10 Punkte in der Liga und ihr habt 25 und das ist doch einfach ein Spiel. Das Ding war eigentlich schon gewonnen. Und genau das ist dann so gekommen und das haben wir dann auch gesehen, warum Lippstadt letztes Jahr in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde war. Denn ich glaube, dass das Spiel heute wirklich gleichwertig war. Also man hat nicht gesehen, wer ein bisschen weiter oben in der Liga ist und wer weiter unten, sondern es war wirklich ein guter Spieler von Lippstadt. Ersten Minuten, der Kollege schon erwähnt, also das ist eine 100%ige Chance, wo wir ein bisschen Glück haben, der den Sebastian Lange in die Arme spielt.
Da kann man auch zurückliegen. Da waren wir eigentlich noch nicht so richtig auf dem Platz da. Vielleicht ist das im Kopf so ein bisschen, naja, wir sind ja in der Liga besser. Aber genau diese Szene hat uns doch vielleicht ein bisschen wachgerüttelt. Und dann muss ich sagen, dann haben wir natürlich die eine oder andere Chance gehabt. Ja, dann machen wir auch das Tor, was gut rausgespielt ist und auch verdient, glaube ich, weil Philipp den Pass richtig gut setzt. Matze läuft nicht ins Abseits, wartet ab, nimmt den mit und macht das Ding dann auch rein. Und dann kommt so eine Szene, wo man dann sagt, naja, Kopfball gut genommen von Mario Bertram, geht an Pfosten und geht raus. Also ich glaube, wenn wir da 2-0 führen, gibt es einer Mannschaft natürlich Sicherheit. Haben wir nicht gemacht und dann fällt das Tor, wo wir im Zentralbereich nicht gut stehen. Dann macht der Lippstadt das gut, er geht nach innen, spielt ihn nach außen und er schießt nicht von den vom spitzen Winkel, dann spielt nochmal rein und der macht dann das 1-1. Also das war auch sehr gut rausgespielt. Und dann war es, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Jeder hatte seine Chancen. Ein bisschen natürlich Lippstadt vielleicht die ein oder andere Chance mehr. Wir hatten auch oder die andere mit Janik Schröder oder auch mit Simon einmal, wo er den Ball nicht trifft. Aber ich denke, ein bisschen Glück haben wir gehabt. Das gehört natürlich dazu. Besonders im Pokal, weil es ist eben, das sage ich immer, Pokal ist ein anderer Wettbewerb, da zählt nur Siegen oder Fliegen und da ist nicht davon irgendwas wieder gut machen kann. Wir haben heute gewonnen, überglücklich. Jetzt erwarten wir den nächsten Gegner. Ich wünsche natürlich auch den Kollegen, dass er in der Liga genauso spielt wie heute im Pokal, weil ich glaube, dann wird der Nachbar auch die Punkte einfahren und wir wollen ja auch eigentlich immer so, dass unsere Nachbarn ihre Punkte holen, da brauchen wir nicht so weit fahren und deswegen, wir haben ja schon letztes Mal das Pokal. Sympathische Trainer und Vereine und da gehört Lippstadt auch dazu und deswegen würde ich mich wünschen, dass es irgendwie noch klappen würde. Besonders für dich, weil du einfach ein geiler Typ bist und deine Arbeit gut machst. Und wie gesagt, ich wünsche euch, dass ihr da rauskommt. Für uns wünsche ich, dass wir weiter so punkten in der Liga und im DFB-Pokal dann noch eine Runde weiterkommen, vielleicht zwei oder am besten. Und dann sind wir alle glücklich. Dankeschön. Vielen Dank, Gollo, für deine Worte. Natürlich sind sympathische Gegner bei uns an der Förderpoststraße immer willkommen, das ist doch ganz klar. Ich blicke mal rüber zu den Pressevertretern. Gibt es aus eurer Sicht Fragen? Wenn, dann stellt sie bitte jetzt. Jetzt wäre die Gelegenheit. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es von mir hier für euch noch ein paar Infos. Unser Sport im Pferd wird seine nächste Pokalpartie bestreiten am 1. März des neuen Jahres. Das ist noch lange, lange hin. Dann wird gespielt gegen den Sieger der Partie Schöckmar gegen Malhöls. Und kurz vor Schluss spielt es in der Partie Delbrück gegen FC Gütersloh 1-1. Das wurde mir eben noch zugetragen. In der Liga, in der Regionalliga geht es weiter. Hört mir einfach noch kurz ein bisschen zu, dann sind wir gleich fertig. In der Regionalliga geht es weiter, schon am nächsten Sonntag dann mit dem Derby gegen den SC Wiedenbrück. Sonntag 14 Uhr. Das nächste Auswärtsspiel am Samstag, 7.12. dann bei den Amateuren von Bayer Leverkusen. Achtung, Anstoß schon um 13 Uhr. Ja, und das soll es eigentlich von dieser Seite gewesen sein. Herzlichen Dank an die beiden Trainer. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche allen hier noch einen schönen Samstag und ein tolles Wochenende. Vielen Dank.